Episode der Wiener Lied Online Show. Patrick, warum waren wir so lange nicht online? Ja, es hat sich viel getan bei uns. Wir haben einfach viel andere Dinge zu tun gehabt. Ich habe eine große Übersiedlung hinter mir. Bin jetzt ein Eibestaler geworden, also vom Weinviertel ins Weinviertel überzogen. Also 2 Kilometer weiter. Na, vier Luftlinie, ja, sind's also. Aber es ist trotzdem einiges, wenn man Musiker ist, man hat einige Dinge zu Hause, abgesehen von Noten und Instrumente, auch ein bisschen Aquant und Geschirr und Bücher und ja und sonstiges. Und Dergel. Dergleichen. Dergel. Ja, das war, dann haben wir viel gespielt. Waren wir, gesundheitlich waren wir etwas angeschlagen. Das du weitaus mehr als ich. Das war das Nächste. Das war letzte Woche, ne? Glaube ich. Über eine Woche schon her. Ja. 1,5 Wochen her, ja. Das war das erste Mal, wir haben ein Konzert absagen müssen, weil ich keine Stimme gehabt habe. Die Stimme war futsch. War weg. War komplett, ja. Wir haben gespielt noch im Buchberg, am Schneeberg haben wir noch gespielt bei einem Fest. Das hat sehr lange gedauert, da, muss man auch sagen. Und am nächsten Tag hätten wir zweimal gespielt, also einmal haben wir gespielt. Aber das war schon wirklich ein Krampf. Und das zweite haben wir dann auch sagen müssen, weil die Stimme weg war. Komplett. Und, ja, komplett. Und dann war eine Pause nicht, ein paar Tage. Aber 5 Tage, ja. War dann nichts. Und das haben wir natürlich genutzt, um sich zu schonen. Ja. Ich habe mir das Kreuz gescheit verrissen, aber das geht auch schon wieder. Ich kann mich schon wieder so halbwegs bewegen. Ja, das geht wieder. Ich habe auch Baustelle bei mir in Bolzenau und in Wien, überall Baustelle. Und ja, das hat sich jetzt, ist halt zusammengekommen. Wir haben gesagt, nein, wir tun uns nicht stressen. Wir machen einfach jetzt wieder eine. Und wir freuen uns. Wir sind natürlich wieder nicht alleine. Das gefällt mir. Der Ronald ist natürlich einer der allerersten, der aus Hamburg zuschaut. Ronald, ich hoffe, wir schaffen es nach Hamburg. Anfang August. Das ist fix. Das ist fix ausgemacht. Das ist fix. Wir freuen uns sehr, sehr drauf. Ja, aber jetzt sind wir noch in Wien, im eiskalten Wien. Ich habe gehabt in Bocenau 9 Grad, habe ich eingeheizt und am nächsten Tag 29 Grad. Also das ist, ja, aber wenn der Zolle das, ihr wisst, wie es ist. Das ist halt so. Es ist nicht unbedingt angenehm. Ja, aber ich liebe die Sonne schon trotzdem sehr. Ich liebe sie auch. Wirklich. Ja. Vor allem, wenn ich im Schatten bin. Da liebe ich sie am meisten. Aber ja, es ist, also wir sind wieder gesundheitlich halbwegs am Dampfer. Ein bisschen spüre ich es noch, aber nicht arg. Also nicht erwähnenswert. Ich spüre es noch ganz schön. Ja, das ist ja ein bisschen. Wir trinken Kaffee und Wasser, ja, aus Vorbildgründen. Wenn man Wasser nicht macht. Aber das wird ja sehr gut, auch der Kaffee hier im Studio. Natürlich, selbstverständlich. Ne? Ah, Kirschwald ist vertreten, Andreas Horvath schaut zu, servus. Der Schlossermeister immer auch an der Hand, das gefällt mich. Ja, wir haben natürlich auch einige Neuerungen auch erlebt. Weil zum Beispiel, wir haben die Formation Siedakischrammeln, haben wir verlassen müssen, möchte ich fast sagen. Weil wir zeitlich einfach nicht zusammengekommen sind. Und es war dann so, dass für ein paar neue Spieltermine, die reingekommen waren, wir keine Zeit gehabt hätten. Wir hätten gespielt. Und da haben wir dann also gesagt, wir lassen es gut. Na, und vor allem, wenn wir was machen, machen wir es gescheit. Das, ja. Das gescheit wird, braucht man Zeit auch. Und das muss gut. Und das war nichts. Was ist nicht ausgegangen zeitmäßig. Mehr. Wird nichts. Also nur zur Info. Aber es gibt so weiter, diese Tatsachen, dass man jeden lebt, aber eben ohne 16er Buben. Und zwar sozusagen unter Anführungszeichen auf eigenen Wunsch. Also wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen, sondern einfach. Nein. Wir haben mit den 16er Buben sehr viel zu tun. Es tut sich sehr viel, es passiert viel. Wir dürfen nicht vergessen, heuer immer noch unser 25-jähriges Bühnenjubiläum. Mhm. Das werden wir begehen, unter anderem. Mir gespielt schon. Ja. Gesagt. Das kannst du laut sagen. Ausfälle einmal, ein paar das Tage. Das kannst du laut sagen. Nein. Wir werden im Juli, ne? Am 26. Juli ist 26. etwas geplant, ja, das aber noch ein bisschen ein Geheimnis ist. Ja, Geheimnis ist nicht, wir haben es noch nicht ganz durchdacht. Aber es ist fixiert. Es ist fixiert und zwar in Strebersdorf. Ja, in Strebersdorf. Also nein, es gibt so Strebersdorf. Ist auf der anderen Seite? Ja. Jungenberg oder was? Ja, dort so oben irgendwo. Mhm. Der Heurige zum Ausblick, aber es wird alles noch geteilt. Der Heurige zum Ausblick, dort sind wir dabei
Original. Ja, Michael Höfer, schaut zu. Schreibt Servus da. Michael, grüß dich. Der Winzer des Jahres, also für uns, der schaut zu, tut, werden wir das machen. So, jetzt muss ich da kurz einmal durchsprechen. Andrea, ja, so, die Südoststeiermark, natürlich die Elisabeth Sisse, großartig, St. Peter am Ottersbach vertreten. Übrigens in St. Peter am Ottersbach gibt es einen, ich glaube, das war ein Weinbauer, der umgesattelt hat auf Tabak. Der macht Zigarren. Ah, der macht wieder, baut ja wieder in der Steiermark Tabak an. Ja, so wie und der hat den Klinsch und macht die Zigarren komplett selbst. Mit Fermentation? Mit Rollen, mit allem. Da schauen, das macht alles. Dann baue ich eine einmal. Der wunderbare Name ist Rauch. Herrlich. Südoststeiermark. Tabak, warm, Rauch. Der Michael Kahre ist dabei. Na, das hätte mich ja wirklich also erzürnt, wenn nicht. Eine Servus, kleine Michael. Fanfare für Michael. Ne? Bravo, Michael. Ein ganz lieber Musikerkollege. Die Renate Platterer ist auch wieder dabei. Renate, servus. Wir haben uns ja gestern gesehen. Ich weiß nicht, überall sind wir dabei. War es gestern dabei? Nö, da fällt mir Renate, du hast angerufen gehabt heute bei mir. Ja, ich habe schon gehört. Das habe ich vergessen. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Haaren. Ja, ich habe schon zurückgerufen. Weil wir sind den ganzen Tag schon unterwegs und ist mir das entfallen. Entschuldige. Ja. Sie schreibt eh 25 Jahre Oderskreuz. Michael Höfler, oh ja, das ist fix. Du schreibst das mit Herzen, schreibt er das eine. Aber es gibt dann noch die Informationen, die kommen alle noch genau. Es wird ein paar Überraschungen geben. Michael, habe ich recht? Komm, wenn du schon was einschreiben kannst, dann schreib es eine, was es für Überraschungen geben wird. Aber wenn nicht. Es wird noch rauskommen. So, wie machen wir noch? Der Michael Kara lobt wieder mal den Hintergrund, das wird meine Mama gefallen. Selbstverständlich. Ich hoffe, sie schaut zu, gesagt hat's. Gerda, gesagt wo hat's. Bist du? Gesagt hat's. Jawohl. So. Ja. Passt auf. Und jetzt ist es so. Wir haben, wo war ich denn eigentlich? Das wissen wir gar nicht mehr, gell? Das wissen wir nicht mehr. Ich war so in der Zöhn, im Schwung voll. Ich bin nicht mehr im Flow. Du warst alles im Flow, warst du warst gerade vom Tabak. Ja, das war dazwischen. Das war dazwischen. Aber das ist ja für ihn eigentlich erledigt in der Zwischenzeit. Ich rauche ja nach wie vor. Nein, ich rauche nicht mehr. Aufgehört, komplett. Hm? Weil es hat keinen Sinn. Wenn ich jetzt wieder Zigarren rauche. Ich weiß, du bei dir ist das immer so, bei dir wird das dann gleich so maßlos. Ja, wirklich, das ist es so. Leider. Jo. Aber, wie gesagt, es gibt also einige Dinge, die passieren werden. Natürlich online sind wir aktiv ohne Ende. Aber es handelt sich immer noch, egal wie modern wir jetzt sind oder werden, es handelt sich immer noch ums gute alte Wiener Lied. Und jetzt spielen wir eins. Das haben wir ewig nicht mehr gespielt. Haben wir es vor der Sendung, sind wir drauf gekommen. Das schauen wir uns an. Eine Strophe. Was war's denn die Welt, was ein Wiener Herz fühlt? Viele Lieder von Wien und vom Wein singen Mensch noch groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Wiener immer mehr fast so schrieb und den ganzen Tag gegen durchschnitt. Und dass er auch noch in sein Bett nur schläft bei einem schönen Quartett. Ja, das hat wer dazu, die Obläse nur gejagt. Und hab ich auch drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's in die Welt, was ein Männerherz fühlt, wenn die Gegend ganz leise ein Straßwolze spürt, wenn ein uralter Wiener vom Oiserbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zittrig erklingt. Ja, was war's denn die Welt von einem Wenderlin wie den das Wenderl da steht in kein Medike drin. Das Geheimnis verroten wird.
Wien. Weil das doch ein wenig versteht. Eine wunderbare Nummer. Ewig nicht gespielt, schade. Sehr schön. Aber es gibt so viele schöne, also tausende. Ja, die haben wir schon ewig lange nicht mehr gespielt. Aber so viel kennen wir wieder. Ja. Und die beschreibt es wirklich schön. Der Ronald zum Beispiel, als unser Hamburger Top-Fan, schreibt, wie schön. Da hast du recht, das ist nämlich wirklich so. Ich glaube, man muss das oft ein bisschen als fast als Ausländer betrachten, um es wieder zu erkennen. Zu schätzen auch. Ich habe heute gelesen vom Kurt Thiemann Dichtl über die Schrammel, der hat ein Buch geschrieben, also mehrere Bücher über die Schrammel. Und das hat in Bezug genommen auf das Schrammelklang-Festival, was jetzt wieder im Juli ist. 5., 6., 7. Juli. Richtig, ja. Weil ja eben der Kasper Schrammel aus Litschau ist, aus dem Waldviertel, und die Schrammel eben Niederösterreicher eigentlich. Und da schreibt er, dass sozusagen Niederösterreich erstens einmal wesentlich an dieser Kultur ja, beteiligt ist. Allein schon dadurch, aber auch für andere Sachen. Aber, und weil er selber sagt, er ist irgendwann nach Niederösterreich gezogen, ausgewandert von Wien. Und das hat er eigentlich, wie er nach Niederösterreich gezogen ist, das Wiener Lied wieder ein bisschen näher gebracht. Es ist oft, das ist aber auch vielleicht typisch wienerisch. Wie der Karl Hodin hat das einmal so schön gesagt, ne? Wie er in Ottakring noch gelebt hat, hat er kein Lied über Ottakring geschrieben. Wie er dann weggezogen ist aus Ottakring, hat er dann in Herrgottau stark geschrieben zum Beispiel. Ja, hat er weitaus mehr Bezug wieder dazu gehabt, da war er nicht mehr in Ottakring. Aber ist das wienerisch oder ist das überhaupt so? Das ist vielleicht überall. Also Ronald zum Beispiel. Ja, wie ist das dein Heimat? Wie 16 ist das? Das würde mich interessieren. Ist, wenn man einen Abstand hat dazu, kommt dann die Sehnsucht an seine Heimat wieder? Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ja generell einfach ein menschliches Bedürfnis. Man muss aussehen. Ne? Die Wanderjahre haben ja einen Sinn dessen auch gehabt. Ja. Dass man rausgeht, weil dann lernt man eben auch erstens eine gewisse Verwurzelung, eine gewisse Festigkeit in der eigenen Kultur, in der eigenen Heimat. Aber auch gleichzeitig die Objektivität und die Liberalität, ne? Anderen Kulturen gegenüber gegenüber. Finde ich jetzt so. Ne? Melancholisch, schreibt der Ronald. Ja, melancholisch ist richtig. Besser als Ranzert. Ja, genau. Wiener Lieder sind nicht Ranzert. Es sagt, man spielt es so, aber dann spielt man es falsch. Finde ich halt. Das ist so meine Sicht der Dinge. Geh, lass es wieder zwischenzeitlich einmal bitte nur per kurzen Daumen hoch oder Daumen runter oder ich weiß nicht, ob das geht, wie der Ton und das Bild ist. Das würde mich interessieren, ja. Bitte. Gebt mir nur kurzes Feedback, dass ich weiß. Andreas Idinger ist wieder dabei, grüß dich Gott. Andi, servus. Wir haben, naja, pass auf, reden wir nicht so viel, spielen wir noch was. Was spielen wir? Bevor der Wunsch kommt, oder ja. Sollen wir es gleich spielen? Was denn? Ist noch gar nicht, schau noch nicht zu. Noch nicht da? Nein. Da hat er Tonti verpassen. Super, danke. Gut, danke. Das jawohl. Ist ganz wichtig. Herz und Fling eine. Na, grandios. Ein Kaffee-Job trinkt man. Ich habe keins mehr. Das ist ein Problem, die kleinen Hüsten. Es ist keiner mehr da. Was? Das ist kein Kaffee mehr. Kein... Ach so, habe ich noch in der Laden. Also, ich mache da dann einen Kaffee, was du willst. Ja, später dann. Mache ich am Namen. Mache ich. Das ist ja mein Kollege. Ne? Was ist das? Was ist das? 25 Jahre. Da werde ich mir auch mal einen Kaffee machen dürfen. Er hat mir schon Tausende gemacht. Ja. Naja, gut, pass auf. Wir spielen ein Wunschlied von mir. Ja, gerne. Was du nur sagst, um was geht. Mach eine typische Ansage, so wie es. Oder ein typischer Wunsch, ne? Wie man den Wunsch äußert. Den Wunsch äußert, ja. Nein, wenn man zu einem Musiker geht und wünscht sich was. Nicht? Ja. Okay, spielen wir das. Was dass der das? Musiker sofort das weiß, um was es geht. Das ist mein Wein. Ja. Nein, ich möchte jetzt ein altes Lied spielen. Und zwar, schreiben Sie für Tonbild mega, ein Wahnsinn. Alles zwei Mann. Silberne Skandal. Gut, der erste Wunsch. Der erste Wunsch. Jetzt soll es lang von wem? Von wem? Von Michael Kara. Michi. Das machen wir. Leider, jetzt habe ich spät was gesagt. Was heißt denn spielen? Sag jetzt nicht, das sage ich noch. Na, geil. Ein altes Lied. Ist schon drauf ja, nicht spielen wir Silberne Skandal, ist auch ein altes Lied. Franz Paul Fiebrich, ja. Franz Paul Fiebrich. Ist. Wann ist der gestorben? 50 Jahre? 50 Jahre. Wann ist der Franz Paul Fiebrich gestorben? Das müsste ich jetzt nachschauen. In Ottakring. Oder zumindest in Ottakring gewohnt. Gewohnt auch, ja. Unter anderem auch, ja. Auf der Ottakringer Neulerchenförderstraße, glaube ich. Dort ist irgendwo das Haus. Ist die Tafel, ist eine Tafel, ja, genau. Ja, hier lebte Franz Paul Fiebrich, ja. Und starb vielleicht, weiß ich nicht. Aber in Ottakring.
Für den Michi machen wir das. Silberne Kandel. In a ganz ein Glanzkassel, am lichten Dollar Grund, wo es wird aus zum Südenen Kandel. Wie wird in uns Dichterwort schon mal hier unter? Er wird wohl ein Gretz für das Mandel. Die Stammgäste sind gesessen, ich soll ich mit dich. Wenn ihr gönnt das Mädel so gut war und für dich. Und sissen war völlig und gut. Wie es der Wehr heut geht und wer einmal nur tut, wo der Bauer auf ihn fällt. Gleich dann gossen im Kandel, im lichten Dorf. Du liebes Säule des Haus, schaust du mich so freundlich an. Und sagst, komm her zu mir, schuf dir ein Glas lang. Bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle da. Weil ich ein Wirtshaus bin, so noch dem alten Schloss. Das war ein super Schluss auch, ne? Das ist so ganz auch notwendig bei der Wiener Musik. Dieses zum Schluss, dieses oder hat man der Hodener Karl einmal gesagt, das ist wichtig. Hat der Stadelmeier, Erwin Stadelmeier vom berühmten Duo Stadelmeier Gruppe einmal gesagt, nicht einen Schluss einfach so machen. Denn das ist, wenn Schluss ist, das ist wichtig. Ein Insider und Musiker. Ja, ja. Machen auch alle. Also das, die ja, Alten haben es auch gemacht. Also ich schon. Ich spiele mir das, was ich da wische. Und wenn es dann fertig macht, macht man so andere Schlüsse. So. Wir nennen das den Gradinger Schluss. Der ja. Freddy Gradinger, der macht das auch. Also wenn man zum Beispiel auf G aufhören würde, zum Beispiel G, D, G. Ja. Also G und kommen zum Schluss. Der Quetscher hört nicht auf zu spielen. Und dann noch der Gitarrist da. Damit er aus ist, ne? Ja, das ist es. Das ist ein Schmäh. Wie machen wir da? Ui, Wien bleibt Wien. Feitel, Toni? Wie spricht man das aus? Das weiß ich nicht. Wien bleibt Wien. Eine super Nummer. Und ich sagte, ne, wir kennen das. Ich hab schon gespielt. Das haben wir gespielt vor 20 Jahren. Ja, das ist so ein gängiger Marsch, eigentlich, den man schon fast wieder nicht spielt eigentlich in Wien. Eigentlich. Ja, es ist schon mehr ein Klassik. Fast schon ein Klassik. Der Hodener Karl hat ihm auch nicht gespielt. Der hat nicht gespielt. Der gibt so verschiedene Eintracht. Johann Schrammel, ja klar. Eigentlich. Zu lange nicht gespielt. Ja, 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 original leider, in D leider. Nämlich. Mhm. Aber versprochen, den machen wir nochmal wieder. Den werden wir uns anschauen. Ja. Das war gut. Ich weiß nicht, das ist jetzt aber wirklich Feitel Toni. Was ist Vorname, Nachname? Und, das interessiert mich. Ich finde Namen immer spannend. Nämlich. Aber super Idee, das schauen wir uns wirklich an. Die Ingrid Sachs ist da mittlerweile, hallihallo, sag ja, Michael ist ja Gänsehaut gut, nein, das gefreut mich, wenn sie so taugt. Die Engel nach Urlaub nach Wien, naja, für den Klaas. Ja, ein Klaas. Ronald muss Ronald. Das sein, nein, das passt schon gerne, selbstverständlich. Freilich. Das ist ungefähr so wie Wien bleibt Wien für einen Wiener, ja, nicht? Der Michael ist ja nicht schon, er kann es Wien bleibt Wien, ne? Klar, nicht? Jetzt muss er wieder eine dran. Nein, jetzt wollen wir für den Ronald, klar, die Engel. Da geht es mir aber genauso wie bei Wien bleibt Wien. Nein, das ist schöne ja, Nummer. Das ist eine wunderschöne Nummer, ja. Es ist aber so, das muss ich mal dazu sagen, weil es gibt halt das heurigen Lied. Das Wiener Lied ist ja vielseitig. Es gibt Absolut, das Kunstlied, wenn man so will, dann gibt es eben dieses heurigen Lied. Und naja,
fühle dann das eigentlich negativ betrachtet oder in den Nasenrümpfen, weil es halt nicht und man kann sagen, das sagen wir so, die Hardliner der Volksmusik Wiener sagen bei den Engeln immer so, naja, das ist ja Schlager eigentlich. Ja, früher war das quasi die Mainstream, die Schlagermusik waren quasi die heiligen Lieder und die andere Wiener Musik, das waren sozusagen die echten. Aber ich finde, gerade heutzutage sind diese alten heiligen Schlager eigentlich auch ein Teil schön. Der Wiener Musik. Und sie sind auch schön. Also, ich finde auch die Engel sind auch ein Lied. Das spielen wir jetzt für uns. Ja. Na, was denn? Heute in G. Nicht? Ja. Was ist denn etwa los? Ja, was ist denn etwa geschehen? Jetzt sind sie überführt, die 38er Wien. Ein Schaffner will ich verloren und er schwitzt von lauter Blut. Und so mir keinen Grund für diesen Feiertag. Heute kommen die Engel nach Urwald und weg. Die drückt mein Saus, du machst mehr eine Stadt zum Weg. Hör mal die Schaumel und singen dazu. Weil beim Weiberl, die kriegen nur den Kuh. Hinter dem Baum steht Gott am Ohrloch. Für ihr der Rauschstück in Beret auf Koch. Der Beryls im Himmel schaut runter auf mich. Wer erlebt, wer erfährt, wer erlebt, wo es bringt. Der Bittl so verschwitzt, wie er beim Herrgott sitzt. Die Engel nicht gern, auf Urlaub wird er fern. Der Herrgott sieht das ein, drum sagt er mal nein. Und unterschreibt für den Engel einen Urlaubschein. Heut kommen die Engel nach Urlaub noch mehr. Denkt, wenn's Haus drum aufs Meere statt zu gehen. Hört auf die Schrammen und singen dazu. Leib und beim Weinen, die kriegen gar nicht nur. Hinter der Bahn steht Gott am Ohrloch. Für mir der Rauschstöhn in Bären doch noch. Der Bärs im Himmel schaut runter auf mich. Wer er lebt, wer er freut, wo liegt, wo es liegt. Jawohl. Schluss, sehr gut, ausgezeichnet. Sehr fein, wirklich. Freut mich. Ui, das ist jetzt lauter Wünsche, die kann ich, weil heute war die alle Zeit bei mir. Kann ich, die liebe kleine Schafferin. Ja, da was heißt das? Die liebe kleine Schafferin kann ich nicht. Aber das heute war die alle Zeit bei mir. Leider nur im Traum. Sie hat so viel erlebt von mir. Ich habe so viel erlebt in ihr. Aber nur im Traum. So irgendwie, ich kenne das nicht, aber ich kann es leider nicht. Jetzt, was ich jetzt gerade überlegt habe. Ist aber kein Kunststück, bei 80.000 Wiener Lieder so circa. Ja, ey. Jetzt habe ich gerade überlegt, weil ja der Michael, der Kara Michi da ist, sagt es einmal, glaubt, kann man das einstellen, dass zum Beispiel jetzt der Michael zu seiner Harmonika greift und ich, ja, nein, das kann ich nicht, gell, da wisst ihr, das Bild einholen. Das geht, glaube ich, nur mit einer anderen Software. Das kann ich so nicht. Wenn der Michael selbst vor der Kamera sitzen würde, quasi. Ja, ja, wenn der Michael seine Harmonika hernimmt, eine Webcam, also ein iPhone oder was hernimmt, und dort ein Wien bleibt Wien einspielt. Das war's. Aber das müssen wir. Jam-Session eine internationale. Aber das geht da nicht. Beitrag bearbeitet. Video ins. Nein, kann ich auch. Ich glaube, da muss man, glaube ich, auch andere Software verwenden. Ich vermute ja, auch, ja. Eine Idee, und das schauen wir uns einmal an. Weil das war dann machen wir eine virtuelle Jam-Session. Ja. Wer war dafür, dass man dann, wenn ein Musiker dabei ist, dass der von daheim auch mindestens ein Lied dann einspielen beträgt. Muss? Aber ja, der Michael war dabei, aber technisch, das muss ich mir anschauen. Jesus, nein, ich sag's euch, die Technik, das ist das Einzige, was ich ein bisschen, ich meine, ich mache das gern, ich bin wirklich, du bist aber auch relativ firm, muss ich Klaus wirklich einmal wirklich loben, also schon. Also, ja. Naja, also das ist sehr lieb von dir. Aber, nein, wirklich. Also ich meine, aber es ist eine Knochenarbeit, bis ich mir das schaue, wie das immer geht. Hm. Aber natürlich, da gibt es schon junge Kapazitäten, die das rausholen, der da dreimal irgendwo reinklopft. Download hier, Upload dort, zack, eine zusammenschieben, Neustart und wir haben da eine Kinoleinwand für alle. Aber ich muss mich halt ein bisschen
besinnen. Aber ja, ja, aber die Idee, aber das werden wir weiter verfolgen. Das ist halt, wie gesagt, das Einzige, wo ich noch ein bisschen hinter und nach bin, dass ich die technischen Umsetzungen meiner Ideen nicht so recht hinbringe. Aber mein Gott, nein, was soll's. Na gut, pass auf, jetzt kommt mein Wunsch einfach, solange jetzt kein anderer, nein, da war nicht. Jetzt kommt mein Wunsch, Arbeitslehrer, mit dem sind wir ein klingendes Österreich, haben wir reüssiert beim Sepp Forcher, und zwar mit dem Werner Schimme. Von Rudolf Kronecker. Das spielen wir jetzt auch, die erste Strophe. Nicht? Vielleicht kommen einigen Leuten ein paar Melodiefetzen bekannt vor. Kennen. In Meidling, in ganz einem Häusl, bis wird es aus dem goldenen Kranz. Ein heimliches Alt wie ein Beisel, man kann Fahrzeug am Platz. Es heißt, dass die gemütlichen Lehrer vom Händen ganz nichts verstehen. Doch dort kann ein Tanz mal jetzt lehren, und jeder ist schon noch hoch und hin. Denn wir zum Kulten kratzen, tanzen wir modernen Tanz. Was kennen die alten Leute, uns passt die gleiche Zeit. Der Isi singt der Himmel, tanzt man in echte Schimme, der ist aus Instanz, aus alten Tanz. Absolut, ich mache dir total klar. Wobei, wenn man das Ganze im Dreivierteltakt spielt, den ersten Teil, spielen wir es. Was hat der Michi geschrieben? Zwei cool schwarze Rocken. Ja, genau. Musikerkollege Michi, ja, genau. Ja, ich hab ein paar cool schwarze Rocken. Sein Ex-Band in mein Juckerwohn. Freitags wird jetzt mal so droben. Das kann ich kein Mensch nicht so. Ich schrei ho. Aber ich schrei ho. Ja, ich schrei ho. Würden die Steirer jetzt drauf spielen zum Beispiel? In der Steiermark spielen sie es so dann, ne? Und den Werner Schimmi hat der Rudolf Kronecker den Melodieteil verwendet. Ja, ja, in der Tat. So, pass auf, wünsche ich noch. Ingrid, sagst, ich wünsche mir die schwarze Katze.
Wolfram Hauser Kreinerbuschen winkt. Meinst du das? Ich vermute ja schon. Wolfram Hauser Kreinerbuschen winkt. Und der Michael Höfler wünscht sich da drunter im Lichtental. Ja. Was ist das? Drunter im Lichtental. Nicht beim Alserbach steht der alte Krax mit einem. Drunter im Lichtental. Das wäre der Titel nicht. Drunter im Lichtental. Ist das das, was du meinst? Ja, da gibt es ja ein paar so. Aber pass auf, wir fangen einmal an. Mit Buschenmarsch. Vielleicht liegen wir mit Beine falsch. Kann auch sein. Schwarze Katz, eigentlich kommt das eigentlich, was mir einfach nur im Buschenmarsch vor. Ja. Wo vom Haus ein kleiner Buschen? Wo vom Haus ein kleiner Buschen? Simon Stenger ist dabei, grüß dich gut. Servus. Total schön. Nicht weit vom All, nicht weit vom Alserbach. Das ist es, ja, drunter im Lichtental, ja. Was das wird sein. Ja, das sind alle richtig. Gefällt den Bayern auch, ja, das glaube ich. Ja, genau. Na, pass auf, dann fangen wir aber an. Dann fangen wir aber an mit dem Lichtental. Spielen wir das in den NC? Das sind C, ja. Da gehen wir dann in die Buschenmarsch auf E-Feiler spielen. Ja, machen wir das, ja. Dann machen wir ein paar Bulli draus. Und im lichten Tal, nicht beim Alserbach, steht der alte Krax mit einem Schädelbach, wo die Fenster sind fest verschmiert mit Land. Dort, wer's wissen will, bin ich daheim. So, gut, bitte. Wer mich suchen will, braucht keine halbe Stunde. Denn wir's falsche Geld, so kennen wir alles am Grund. Es gibt kein Adel, das nicht ist in mir verbrennt. Und den Sperrer, ja, sie wird nicht kennen. Jeder Mensch hat auf der Erde, wie man sagt, sein Stecken fährt. Und das meine ist daheim, wo die Wämperl wachsen da. Wo vom Haus ein kleiner Buschen weht, wo man alle Wärter wieder sieht. So aus der Unterbot ist jede Fülle groß, so haben eins aus unserer lieben Wärter schon. Der schwarze Bruder sitzt am Foss, wo das Bure tut mit aus dem Fjord. Und wo man trinkt und isst, und wo man alles vermisst, was hätte nimmer mehr, so wie der ist. Ja, aber ich hoffe, geht's einmal mit mir zu ihm. Mach ich gleich mein Testament, das muss kein Trüben sein, der hat's wie ein Wasser, nein. Obwohl es natürlich nicht mehr muss, wo vom Haus ein kleiner Buschen weht, wo man alle Wehren lieber sieht. So staut der Lot bis jeden Eifel groß, so haben uns aus unserer Liebe mehr als schon. Wo der schwarze Kater sitzt am Foss, wo sie aussaft, so wie schon war schon los. Und wo man trinkt und isst, und wo man alles vergisst, was hätte nimmer mehr zu wegen ist, ja, hoi. Zwei Lieder. Auf Anschlag. Wunderbar. Was soll ich sagen? Jawohl, ich glaube. Ein Schluckerl Wasser. Ein Schluckerl, ja. Kaffee, ja. Soll ich jetzt noch einen Kaffee machen? Nein, danke. Ich schwitze eh schon genug. Das ist ja wirklich. Wie werden wir das machen? Leil, wie werden wir das machen? Wenn man das heute schon überlegt, wie wir das Auge werden, wenn es jetzt der, jetzt wollte ich schon sagen, wenn es jetzt der Hass wird, also jetzt, wo es schon so heiß ist und die Tage schon so lange, wie werden wir das machen mit der Uhrzeit? Weil da ist ja dann keiner daheim, wenn wir um 7 Uhr die Live-Sendung machen. Sollen wir die Live-Sendung später machen? Ja, aber schaut da wer, oder ist die, das ist natürlich jetzt die Frage. Die Frage. Das ist die Frage. Vielleicht haben Sie den, schreibt es was rein. Bleiben wir bei 19 Uhr grundsätzlich, oder werden wir später, oder
machen nur Aufzeichnung. Ja, da kann ja keiner kommentieren, oder? Ja, muss live sein. Es muss live sein. Die Live-Sendung muss live sein. Und auch ohne Playback. Ohne Playback, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Playback kann ich auch nicht. Nein, ich auch nicht. Das muss man kennen. Wobei, beim Werner Schimi gegangen ist zum Beispiel nicht, aber ja. Das geht sich ja aus, ja, das ist kein Problem. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Dass das wirklich das, was hakelig wird, ist bei Nummern, wo Improvisation vorkommt. Ne? So, beim Vogel am Bahn zum Beispiel, da wird es hakelig. Ne? Das ist immer anders. Das wird schwierig. Das weiß ich nicht. Die Wampen wünscht sich die Ingrid. Obwohl heute auf meiner Wampen ist heute ein Indianer. Der Indianer kennt keinen Schmerz. Kannst du mir das Leibel buchen einmal? Ich habe extra die Kamera so häger eingestellt, dass man es nicht tut, weil das die Wampen nicht so sieht. Aber ich habe eh die Gitarre davor. Deswegen tue ich die Gitarre nicht anstellen. Sei froh, dass du so eine flache Kontra-Gitarre hast und nicht so ein Quetschen. Ich habe die Trock da auf. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Der Ronald sagt, für mich ist 19 Uhr optimal. Ja, für uns auch in Wahrheit. Nicht? Später ist ja blöd. Da geht man ja schaffen. Naja, mitunter. Nein, aber ich habe zum Beispiel, bei mir ist es so, in der warmen Jahreszeit, da bin ich draußen und dann gehe ich rein und lege mich wieder. Ja. Also ich selber... Wobei, ich muss sagen, ich habe das mein Telefon manchmal mit, nicht? Das ist ja eigentlich kein Telefon ist, sondern... Naja. Draußen auch, da kann man sich dann im Freien etwas anschauen und kommentieren. Das war wahrscheinlich eh möglich. Ja. Ich sitze auch im Garten eigentlich, wenn ich mal frei habe am Abend ganz gern, wenn so ein schönes Wetter ist. Ja. Ich meine, also vorläufig bleiben wir sowieso bei 19 Uhr, das ist jetzt immer. Also ich habe das nur mal immer doch die Frage einmal, was ihr so meint, aber wir tendieren auch. Ronald, also da war ich noch Entspannung, wir tendieren auch eher zu 19 Uhr. Ja. Aber jetzt machen wir noch für die Ingrid, machen wir noch die Bahn. Für die Ingrid passt das auch 19 Uhr. Was habe ich? Nein, ich glaube, Stehziel erreicht, aber. Bewegungsziel vielleicht. Habe ich schon erreicht. Hast du erreicht? Wir sind heute zum Biergarten gegangen, der Patrick und ich. Gleich ums Eck da. Wunderbar. Und da sind wir hin. Gleich ums Eck. War schon ein schöner Hatscher. Bei 10 Minuten geht man. Ja. Langsam. In der Sonne. Aber auf jeden Fall Bewegungsziel. So, aber apropos, war für die Wand. Was haben wir da noch? Was haben wir noch? Die Dunja schaut zu. Ne? Super, Herst, jetzt sind wir bald fertig. Die Dunja dabei, weil der Michael schaut schon länger zu. Jetzt nur von Mama und jetzt auch online. Jawohl, schön euch wieder zu hören. Na, mir gefallen uns ja. Der kleine Stravanzer, der Michi für ihn geschrieben, der kleine Stravanzer. Die tun ja sogar 19 Uhr ist perfekt. Ja, also ich glaube, da werden wir bei 19 Uhr bleiben. Ne? Das werden wir einfach kurzfristig machen. Ja. So, das heißt Wampen, Stravanzer. Welche Reihenfolge ist die Na, Frage jetzt da? Weil das ist D und dann gehen wir gleich wieder D7 um aufs G. Machen wir so ein Potpourri wieder. So, ja, ist gut, ja. Harmonielehre klären, fällt mir gerade. Nein, nein, das war Zufall, dass ich rechnen habe. Nein, der kann was. Der kann wirklich was. Das ist nein, unglaublich. Es war Zufall. Wirklich. Tut immer nur so. Hast was Leute in Grenzen zu offen sind, da tanzt der renommiert. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Stehen an und zum Liegen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben. Für mich sind sie alle Hund. Ich sage denke, was ich und das hat seine Gründe. Ich habe ein Wurzel und Wampen, den zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hebe, ich schon Millionär. Ich habe ein Wurzel und Wampen, den kostet ein Schnippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hebe, ich auf der Welt. Keine Winde mehr, ein Rösser als mit Chauffeur. Zwei Hühner und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jogger aus dem Wald, ein Weibel, das mir gefällt. Aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aus Finanzamt geht, dann trifft mich einer Schlag. Dann legt sie noch ein Zettel hin, bitte mit 45 Euro. Na möglich, Herr, der Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Ich trug da fest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was soll ich denn pass auf? Er oder muss drum ab, den zeigt mir gerne her. Und wenn ich nicht die Wand hätte, wäre ich schon Millionär. Ich hole mir jetzt drum ab, den kostet ein Schippe König. Und wenn ich nicht die Wand hätte, ich auf der Erde.
Klo ist nicht schon fair. Zwei Dienen, da kann man froh die ganze Woche blau. Ein Jahr rast die Boy, da wäre das mal voll. Aber nicht einmal um noch viel mehr. Gib ihm ein Mann her. Da gerne Stravanze, ein gutes Herz so bekommt und kein Geld. Heilige gerne Stravanze, der nichts wusste von Gott und der Welt. Ich war mein Junge. Da schaut die Welt ganz anders aus. Ein jedes Vogel muss einmal vom Nisten raus. Ich wohne auch ein kleiner Schrawanze, nur ein bisschen lag und mir gefällt. Gradiger Schluss. Passt, haben wir auch hingebracht. Was sagt es? Großartig. Na schau, was hat das sind gleich große Freude. Die Elisabeth schaut zu, wieder völlig gesund, das gefreut mich total. Also, meinst du jetzt die oder mich? Aber ich hoffe, wir sind auch beide gesund. Das ist eine Geschichte. Na, gefreut mich. Na ja, schau dir was an. Drunter in Erdberg ist ein Gasserl. Erst Sissi, ich sag dir, du kriegst gleich Online-Verbot, weil du wünschst dir lauter Lieder, die nicht kauft. Tut mir leid. Das habe ich mir nie können. Drunter in Erdberg ist ein Gasserl. Wieso war nicht so? Ja, es war. Ja. Muss auch nicht. Aber das ist ganz lustig, weil es bezeichnet eins. Das ist wirklich, es hat manche, es gibt so eine Art, wie soll ich sagen, du hast, das merkst, wenn du was spielst und du hast ein Publikum, gell? Mhm. Und du weißt, die Menge die Lieder. Und du weißt genau, jetzt spiele ich eins und das wird einer Daumen. Weil das sind, die haben das. Und andere, die haben eine ganz andere Art von Liedern. Ganz witzig. Ja. Also, ich kann das aber nicht bestimmen, welche Art Lieder das sind. Nein. Aber ja, mein Gott, sowas wie, was ich habe ein Faible für Obersang gefeiert. Ich kann das gar nicht. Nein. Aber das sind so diese Klasse, oder ich marschiere mit meinem Tuli-Tuli-Ö, wenn ich mit meinem Dackel. Also diese klassischen Wiener Heimatfilme. Lieder eigentlich. So irgendwie. Ist das zum Beispiel. So Hans Moser. Also, da steht ein alter Nussbaum draußen. Ja. Wobei, da gibt es ja diese Textzeile, ich kann das nicht oft genug wiederholen. Die gefällt mir in der Strophe sogar. In der zweiten. Schon der Kaiser Probus kannt den halben Globus. Das ja. Ist einfach ein Wahnsinn eigentlich. Das ist ja eine große, große Kunst. Die Ingrid hat schon einen Wunsch. Der depperte Bub vom Horst Müller. Sag einmal so, wie sie es gehört in die. Warte, wenn was halt im Hocken. Können wir nicht, aber wir werden schauen, was. In Gustav, was? So, so, Das kenne ich nicht einmal, das weiß ich nicht, was das ist. Was hängen wir da dran? In C? Das Bummerl. Ist auch in C. Zu G. Ah, nein, aber den Namen, ich bitte schon. Ja. Machen wir ein Kmeler-Potpourri. Ja. Ein Kmeler-Potpourri. Dann hören wir mit dem C7 auf, dann noch ein Bummerl noch und spielen noch ein Großmutterkind. Ja, bitte schön. Ich lasse mich von dir überraschen. Die Strophen kann ich nicht, schau mir nicht so an. So,
der soll ich auf dich holen. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Mama, schau mal, ich bin's einmal nicht. Wirf mal den Schlüssel oben, hilf mir das Haus nur bis zu. Wenn ich sie hätte nicht sollen, du willst die anderen dann wohl. Sonst geh ja ich mich in ihn. Mama, ich war so blöd, ich such den Futter nicht, weil er mir sonst eine schien. Zwei große Buben. Ich wollte eigentlich auch das Lied haben. Ein kleiner Brettel in einer Stimme. Es müsste Geld oder Rinsen haben. Spült mich noch dies gleich in der Hand. So hat es mit dem Gott begonnen. Und dieser kleine Bube war ich. Ich hab das nicht zu Herzen genommen. Drum ist er nichts geschätzt, nur außer mir. Anna und immer des Bomben. Anna und es immer verliebt. Nur ich hob mein Leben lang des Bomben. Weil ich vom Krieg kein Stiefkind bin. Weil ich vom Krieg ein Stiefkind bin. Du ein Vater, du ein Kleiner, du bist ein Mann. Solang der Großmutter weht, da wird's da gut gehen. Ohne Wahrer, ohne Gerner, ich werd der Mütter lieb gehen. Und die Lieb von der Oma so. Ein Quellerpotpourri. Aber wie passend. Der Quäler feiert die Tage seinen 80. Der 80. Geburtstag, ja. Gratulieren wir Horstler recht herzlich. Gleich mit diesem Quellerpotpourri. Die Blume aus dem Gemeindebau. Ronald. Aber er fragt schon. Ronald, nein, es ist kein Wiener Lied. Es ist eine Austropop-Nummer. Eine Austropop-Nummer, ja. Austropop-Nummer vom Ambros. Aber ich habe es einmal gespielt, früher in der Schulband. Wolfgang Ambros, ich glaube, das hat der Prokopetz gespielt. Ich glaube, der Josi Prokopetz, ich glaube, ist der Text, glaube ich, ja. Ja, kann ich nicht, weiß ich nicht. Leider, aber mir geht noch mal so ein Austropop. Ein Austropop. Zumindest auch der Metal. Ein Austropop-Special. Das war, wer ist dafür, dass wir einmal ein Austropop-Special machen? Da spielen wir Austropop-Nummern auf Wiener Instrumenten und wienerisch arrangiert. Wer ist dafür? Wenn genug Leute dafür sind, müsst ihr das irgendwie kommentieren und machen wir das einmal. Und was weiß ich, was man da jetzt so macht und so im Forum. Oder? Wenn es dafür seid, dann werden wir uns das einmal überlegen. Ein Austropop-Special. Das kann ich mir vorstellen. Das ruft mich nicht an, Radio zum Beispiel, dann wie ein Gestanzl-Partie. Ne? Was singe ich so? Ruf mich nicht an, du weißt doch genau, dass ich niemand mehr will. Da bitte ruf mich an. Fordert mein Schlusswort. Ja, so ein Beispiel. Wer ist dafür? Ich, der Ronald ist dafür, Dunja muss nicht sein. Naja, da ist ja wieder, da bist du wieder da. Naja, ja, aber das war ja lustig, Dunja sei nicht so. Perfekt, sagt der Michel, ja, schau. Ja, ich bin dabei, sehr gut, könnte gut werden. Naja, ob es gut wird, naja,
könnte, hast du ja geschrieben. Könnte, die Uli Hubert schön, könnte gut werden. Könnte, ja. Uli, hast recht. Eine lustige Geschichte war es einmal. Nein, aber um die Dunja zu beruhigen, um Himmels willen, wo ist denn jetzt da? Die Dunja steigt mir gleich aus, auch. Sie ist ganz weg, na da ist nicht eine ganze Sendung lang, aber schon ein paar Sachen, halt, ein paar Nummern. Das war sicher eins, das macht man. Naja, ich sag dir was, 50 Minuten Sendung haben wir schon, wir werden zum Schluss. Wir kommen zum Ende. Das Ende ist nahe. Das Ende ist nahe. Die Dunja sagt, wie sie überstimmt. Du, Dunja, du kannst dich bei uns entspannen. Bei uns gibt es keine Demokratie. Da darf zwar jeder was posten, aber es wird nicht gemacht, was der Patrick sagt. Nein, wir werden es schicken. Du, naja. Aber eine Austropop-Nummer kennt man aber spielen. Fast. Was? Von Georg. Georg Danzer. Ja, den machen wir zum Abschluss. Eine wienerische. Die machen wir zum Abschluss. Das Wienerische vielleicht, das der Georg damals geschrieben hat. Gute Idee. Mit der gehen wir ins Out. Mhm. Mit dieser Nummer jetzt eine kurze zwar, aber ja, umso weniger. Mhm. Verabschieden wir uns, sagen Dankeschön fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart. Teilt die Sendung weiter, dann macht einen, wie ich das immer so nenne, den Wienerlied-Support. Sprich, unterstützt uns, wir sind euch sehr dankbar durch Teilen, Weiterleiten, Empfehlen, dass das Ganze wächst und dass das ein bisschen eine Dynamik kriegt. Nicht nur, und ich sage das ganz ehrlich, natürlich bringt es uns was rein geschäftlich, noch nah, aber es ist wirklich unsere Leidenschaft mit dem Wienerlied und für uns ist wichtig, dass wir diese Kultur auch weiterbringen. Natürlich auch, dass wir gut davon leben können, na, da waren wir ja Lügner oder Heuchler, wenn wir das nicht sagen. Aber es geht für uns wirklich um das, dass wir das auch unter die Leute bringen. Und da brauchen wir eure Hilfe dazu, eure Empfehlung, unbedingt euer Teilen. Das ist großartig. Da sage ich schon mal Dankeschön. Patrick, wir sind beide beim nächsten Mal top gesund. Ja. Wenn wir nächste Sendung machen, wissen wir noch nicht, weil die nächste Woche ist ziemlich voll. Aber vielleicht bringen wir es unter. Wird sich nächste Woche, wird sich schon, wir werden es unterbringen. Was ist denn heute? Mittwoch? Heute ist Mittwoch, ja. Naja, schauen wir mal. Sonst wird es nicht immer nächste. Also machen wir uns da keinen Stress. Da gehen wir in Burnout hier, wegen Social Media Übertreibungen. So, war die letzten muss man nachschauen. Ja, etwas zum Hut in ein bisschen spät. Ein bisschen spät, ohne sehr gerne grundsätzlich. Aber wir machen jetzt. Ja, wobei, ich meine. Nein, wir machen Schluss. Nein, machen wir Schluss. Ich habe gesagt, wir machen Schluss. Das nächste Mal versprochen, wenn es wieder einschätzt, sind wir dabei. Aber wir möchten immer, wenn den Sendung eigentlich immer einen Hoden, heute nicht, aber nicht, ausnahmsweise, das erste Mal eigentlich, das ist markant geworden. Aber schau mal, der Michael Höfler betelt auch quasi um einen Wunsch. Jawohl. Was denn? Nächstes Mal, na genau, wir machen es nächstes Mal. Super, war's, bis zum nächsten Mal. Die Elise Graf, schaut der Freundin auch zu. Jetzt einmal aussteigen. Elisabeth, ich hab dich sehr lieb. Ich liebe dich. Aber wir hören jetzt auf und ich mache mich dann schon auf den Weg zu dir. Liebesbezeugungen übers Internet, online. Na, das ist selbstverständlich. So geht es. Wir machen Schluss mit der Sendung und freuen uns, wenn es wieder einschaltet. Und dann merkt euch eure Wünsche. Wir schicken euch ein dickes Puzzle, eure 16er Buben und verabschieden uns mit dem Lied von Georg Danzer, Das Testament. Ich bring mich um, ich hab genug, die ganze Steuer zu leisten betrug. Ich bring mich um, ich mach ein, doch vorher schreibe ich noch ganz geschwind mein Testament. Mein Hirn ist kriegt, die Polizei, weil die und ich kann's und die nimmt es sicher gleich. Den Körper schenke der Medizin. Und nur mein Arschloch kriegt's für den Anzang wie. Viert euch gut, alles Liebe. Eure 16er Buben. Viert euch.